Aber jetzt starte ich. Hallo und willkommen zu meinem neuen Let's Play Crusader Kings 2. Gemeinsam mit meinem lieben Freund Schweiger hier im Abbasiden noch bei euch. Hallo Schweiger. Hallo Udo, aber ich bin nicht dein lieber Freund. Nein, das stimmt. Du bist eine widerliche Eine Gerätze. Ratte, ich weiß, ja. Eine Ratte, sage ich das manchmal? Kann sein. Oder Ja. Kröte, was weiß ich. Ja, gut, machen wir weiter. Es geht weiter, ja. Vor allem die Leute im Livestream müssen immer 5 Minuten warten, bis ich es geschafft habe, den neuen Film zu starten. Auch ich will etwas über Hindustan hören. Mal schauen, ob er neue Geschichten hat in diesem mystischen Reich. Kann ich mir kaum vorstellen. Ja, ich kenne ja die von dir noch nicht. So, bist du und nun? Irre? Dawn breaks and the caravan prepares to move on. The merchant insists on leaving your gift as thanks for your great hospitality. He shouts a terse command in a foreign language and a young man comes forward. This eunuch will serve you well, the merchant says. His loyalty to you, his new master, shall be beyond reproach. That is very kind, I accept your gift. Natürlich jemanden, und schau ich mir mal an. Bah! Bah! Und dann gibt es theoretisch No, you may keep your servant. Nein, 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 nein. Den nehme ich an, das neue Buch. Das ist 22. Cool. 22 und 18 Intrige. Was? Bist du deppert? Ich hab gedacht, nein. Er hat ein Straight Impaler. Na super. The brave character likes to spend the nights in the dungeon inventing new ways of torturing unfortunate victims. Oh Gott. Die Intrige plus 2 und Personal Combat Skill plus 2. Außerdem ist er Eunuch, okay. Seine Fertilität ist minus 5000%. Naja, zumindest. Aber er hat eine Menge Eigenschaften. Er ist ein Grieche. Ja. So, dann schaue ich mal, ob ich ihn gleich zu meinem Spymaster mache. Ja, verdammt. Nein. Das ist momentan meine Frau. Wenn ich die Absatz. Das hat ja doch auch 18. Ah, ich glaube, dann halte ich mir mal eine rechte Hand. Es macht ihn ja jetzt nicht böse, wenn du ihn nicht einsetzt, nehme ich mal an. So. Ich habe auf jeden Fall ein Treffen mit meiner Faction und der gute Scheik Obaidallah ist sowas von gierig, der will noch was haben vom Emir. Der Emir hat schon einmal nachgegeben, aber dieses Mal bin ich dagegen. Ich stimme gegen diesen Wunsch. Nur damit es alle wissen. Ich bin für Tradition, aber für Tradition, die nicht unbedingt meinen Anführer in der Faction zu stark macht und mich ein bisschen blöd ausschauen lässt. Vielleicht sollte ich doch versuchen, Faction Leader zu werden das nächste Mal. Ja, ich glaube, das hat schon seinen Vorteil. Ich habe es mir auch schon überlegt. Solltest mal schauen, wie viel der Einfluss in den Prozentpunkten von dir ist und von den anderen Leuten in der Faction. Ich glaube, deine Chancen wären gut, wenn du mehr hast als der Faction wieder. Ah. Wie kann man das herausfinden? Irgendwo bei der Faction schauen. Ich habe selber noch nicht so ausprobiert. Kurze Zwischenmeldung. Mein designierter Regent ist es gleich nicht mehr und hasst mich dafür. Weil ich habe beschlossen, den Eunuchen zum designierten Regent zu machen. Oh. Ist dein Bruder dein designierter Regent? Nein, 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 nein. Nein. Das wäre natürlich noch genialer. So, dieser Eunuch liebt mich. Ignatius. Er ist erst 22, der könnte lange Zeit an meinem Hof bleiben, hoffe ich. Und treu ergeben, so wie es ausschaut. Und es hat einen Grund. Aber? Gerade im Osmanenreich haben ja Eunuchen eine wesentliche Rolle gespielt. Und Hintergrund war ja, dass sie keine eigene Zone hatten. Dass man sie deswegen im Hof anheben konnten, ohne Angst zu haben, dass sie der eigene Dynastien gründen würden. Oder das war halt ein Grundgedanke. Vielleicht könnte ich mit meinem Faction Leader, der hat drei Töchter.
Leider eine Tochter, die wäre im richtigen Alter für mich zum Heiraten, aber die ist verstorben. Ärgerlich. Aber vielleicht könnte ich seine Töchter mit einem meiner Söhne verkuppeln. Ich setze fort. Ja. Hier ist die Arbeit. Ah, okay. Hast du diese Nachricht auch gerade bekommen? Ich bin gerade drinnen im Dings. Ich bin gerade im Aussuchen meiner Söhne. Als heiratswillige Typen für den Typen. Ich schaue es mal gleich an, Entschuldigung. Oder erzähl gleich einmal, was passiert ist. Ja, ich habe deine Message bekommen, die wird, nehme ich an, dich auch betreffen, aber bei dir dürfte sie nicht erschienen sein. Jedenfalls, ich lese ich vor. Ich habe da schon eine Meldung, aber... Achso, nein, doch nicht, das ist nur mein Faction Leader. Entschuldigung. Rulers throughout the Al-Abbasi Empire are slowly becoming more and more disaffected by what they deem to be Caliph al-Mustafis, lack of ability to rule. They call his judgment simplistic and poorly thought out, Überraschung, and indeed they often seem to lead to poor ends. Many of them elect to bypass the Bajaj entirely and go to his counselors instead. Imperial Decay will be increased by one. Ich weiß zwar immer noch nicht, was für Auswirkungen Imperial Decay hat, aber es klingt nicht gut. Nein, ihr nicht. Mhm. Imperial Decay 50 bis 59. Glaube ich, alle. Na doch, ich hab's dir auch gekriegt. Um 17,5% und die Moral aller Armeen um 35%, was desaströs ist. ich lese mal vor, das ist nämlich, hast du eh auch, aber für mich ist es neu. Da gibt's ja Informationen zu Imperial Decay. An empire is a hard thing to hold together. The massive bureaucracy can become corrupt. And the sheer difficulty in sending messages across such a large expanse can lead to its own kind of entropy. Imperial Decay measures that entropy and increases each time the title changes hands based on how large and centralized the empire has become. Und das Abbasidenreich ist sehr dezentral und sehr groß. Ich ganz kurz, eben weil ich es vielleicht auch nicht gewusst habe, Imperial Decay erhöht sich, wenn sich der Titel, also wenn der Titelträger sich verändert, wenn die Crown Authority niedrig ist, wenn das Reich groß ist oder sehr groß, wenn man Kreuzzüge oder heilige Kriege verliert, wenn man gegen Major Invasions verliert, oder es können Random Events das verursachen. Und Imperial Decay reduziert sich, wenn der Herrscher gekrönt wird, wenn die Crown Authority hoch ist, wenn das Reich durch eine interne Revolte besiegt wird, wenn man ein Tournament oder Furusia hält, das dürfte das Islamische sein, wahrscheinlich. Wenn man die vermindere die Imperial Decay Decision wählt, wenn man Kreuzige oder Heilige Kriege gewinnt, wenn man Major Invasions und Rebellions gewinnt, wenn man Imperial De Jure Claims enforced. Und dann gibt es noch zufällige Ereignisse. Also jetzt dürfte man zufälliges Ereignis gehabt haben. Okay. Wie schaut es bei dir aus? Hast du jemanden gefunden? Ja, ja. Ich habe meinen Faction Leader, seine jüngste Tochter, mit meinem zweitjüngsten Sohn verheiratet. Na, nicht verheiratet, sondern verlobt, genau. Ja. Ich habe das mit dem Dings auch gerade gelesen. Und mein idiotischer Sohn hat mich mit meinem Faction Leader überstimmt. Entwerbend. So ein Trottel. Jetzt wird der Emir noch krantiger auf uns werden. Gut, andererseits, wir sind mittlerweile schon relativ stark. Bin mir nicht sicher, ob der Emir viel dagegen tun kann. Schauen wir mal. Ich frage mich gerade, ob es keine Faction im Abbasidenreich selbst gibt.
Das sieht man nämlich nur. Ja, da müssten wir wahrscheinlich selbst Emir sein und es gibt sicher Factions, weil ich glaube, da kommen immer wieder so bei diesen unbedeutenden Nachrichten, die ich mir nie anschaue, gibt es glaube ich immer wieder irgend sowas. Das ist unübersichtlich. Ich schaue gerade durchs aber 7 reicht durch. Ich mach mal weiter. Ja, mach einfach weiter, ist doch wurscht. Wenn was passiert, passiert was. Da sind so viele Emirate. Ja, da kann man gar nicht durchscrollen. Und meine steht das alles allerletztes in der Liste. Ah, du schaust ja gerade die. Die Einnahmen des Abbasidenreiches sind 141. Die Wieso Ausgaben ist das eigentlich nur schwarz, das Abbasidenreich? Haus. I have decided to accept your suggestion. Also ja, okay, gut, passt. Warte mal, da wird gerade gemeuchelt. Was denn? Okay, die Frau, ja, eines Lehnsherrn ist gerade ermordet worden. Autsch. Bist du in Verdacht? Warte mal, nein, das ist überhaupt eine komische Sache. Am 24. Oktober ist die Yasaman Gisaid, ich weiß nicht, wer das ist. Jedenfalls ist die einzige Frau meines Lehnsherrn Emir al-Allah ermordet worden. Das war am 24. Oktober. Und am 28. Oktober ist die Frau, die er daraufhin geheiratet hat. Nein! Jetzt verstehe ich es. Nein. Okay. Hier ist die volle Story. Er hatte zwei Frauen. Die eine Frau hat die andere ermordet, woraufhin er die dann hinrichten hat lassen. So schaut's aus. Beide Frauen jetzt momentan unverheiratet. Also mehrfach verwitwet. Also man kann, wenn du auf meinen Emir klickst, kann man seine ehemaligen Frauen durchklicken. Das sind eine Menge. Das sind wirklich eine Menge. Das sind eine Menge. Aber er hat schon wieder, er hat noch immer eine. Das war vermutlich eine Zweitfrau, die jetzt zuerst Frau wurde. Wie auch, da habe ich keinen Überblick. Das soll mich jetzt noch nicht weiter interessieren. Ich anpause wieder. Tu das. Was wird da drüben eigentlich gekämpft? Clearly Emir Tahir saw the wisdom. Na super. Bist du irre? Der dicke Prinz bei irgendwas hat jetzt schon 3 Shikedoms. Unser Emir ist nur noch, also unter seinem Vater hätte es das nicht gegeben. Möchte ich an dieser Stelle nur sagen. Ja, unser Emir hat noch ein Scheichtum verloren. Nicht unser Emir. Also mein Emir. Er hat jetzt nur noch 2 Emirate und ein einziges Scheichtum. Ja. Also machtbasismäßig ist er eigentlich. Das scheint aber echt danach, dass du dir das Emirat holst. Ja, eigentlich schon. Wie viele Truppen hat er denn? Naja, wie viel hat er denn? Ja, wir reden von Emir Tahir von Al-Kufa, gell? Ja. Er hat zwar 2000, aber 1500 davon sind von Vasallen. Das bist du. Das bin ich, ja. Ja. Das ist mein Faction Leader. Das Problem ist, der Faction Leader würde mit dem Emir kämpfen. Wo siehst du, wo seine Truppen her sind? Na, wenn du ich sehe schon. Gehst, ja. Aber ich überlege gerade, ob ich mit meinem Faction Leader nicht jetzt ein Bündnis eingehen kann, weil unsere Kinder betrothed sind. Das Allereinfachste ist, wenn die Faction anfängt zu rebellieren. Kann ich ein Bündnis mit dir machen? Form Alliance, das geht. Was heißt No? Base Reluctance 3?
Was, wenn ich dir ein Gift sende? 105 Goldstücke? Na, vergiss es. Bist du irre? Ach so, der ist auf minus 7 derzeit. Warum eigentlich? Aha, ich hätte doch nicht stimmen sollen. Hey, Harfest ist ein Trained Diplomat. Was? Trained Diplomat? Da steht Trained Fighter. Spiel, weißt du, was du mir sagst? Ah, Trained Diplomat ist auch, meine Güte, ich bin so dumm. Es geht beides, so widersprüchlich das ist. Kannst offensichtlich beides sein, ja. Ah, oh, den muss ich mal warm halten, vielleicht ist der Buch nicht so schlecht. Ilek Tatos the Brave accepted Caliph al-Mustaqfi's peace offer. Schau an. Wir haben den Krieg doch noch gewonnen. Ja. Hätte ich jetzt nicht mehr gedacht. Das heißt, das Abbasidenreich hat sich jetzt westlich des Kaspischen Meeres, nördlich des Kaukasus ausgebreitet. Mhm. Ja, ich sehe es gerade, das ist nicht einmal wenig, was wir da ja also, haben. Also, Sultan Musahim, der ist wirklich mächtig. Mhm. So, warte mal, ich muss ganz kurz pausieren, weil ich meinen Sohn einen gescheiten Guardian geben muss. Meinem zweiten Sohn. Ist die Ausbreitung in Ägypten ist nicht mehr dein Sohn. Ich glaube, ich will eine gescheite militärische Ausbildung. Ich habe keine Typen, die eine gescheite militärische Ausbildung bieten würden. Geh bitte. Ich habe da Misguided Warriors. Gibt's ja wohl nicht. Gibt's ja nicht einen gescheiten Fighter in meinem Reich? Naja, okay. Dann darfst du ihn ausbilden, Lugner. So, Entschuldigung, wir können weitermachen. Es ist kein Problem, ich habe Verlobungen geschlossen mit anderen kurdischen Scheichs. Was ist das? Könnte ich auch machen, nebenbei noch. Meine ganzen Töchter. One weak claim can be pressed. Gegen wen? Ustoshana? Für meinen Bruder. Wo ist Ustrushana überhaupt? Ach Gott, da hinten. Schon wieder so ein mieses Gebiet. Ich habe gerade wieder das Angebot bekommen, die Partei zu wechseln. Und der Boards the Tradition Faction zu wechseln. Ich werde das ablehnen, höflich. So, mein Sohn wird gleich 6, dann werde ich ihn erziehen. Stellt sich mir die Frage, ob da durch die Imperial Decay runtergegangen ist, durch diesen Sieg jetzt. Ich frage mich eh, wo der konkrete Wert angezeigt wird. Oder ob er überhaupt irgendwann. Na, wenn du dir den Dings, wenn du ihn anschaust, steht bei Imperial Decay dazwischen 50 bis 59. Ja, das ist nicht der konkrete Wert, genau das habe ich gemeint. Das ist okay, naja, vielleicht gibt es den nicht für Spieler. Das ist gegen Boah, der ist so unfähig, unser Kalif, das ist unfassbar. Ich so, weiß noch immer nicht, wir haben immer wieder so einen Krieg. Bis 6 und ich jetzt nicht. Wir haben schon wieder einen Krieg im Übrigen. Wir versuchen Sistan zu erobern. Es wir, ja, aber 7. Wer? Was ist das für ein Krieg? Wieso sehe ich denn da unten? Der muss ja irgendwie mit mir zu tun haben. Ah, wir helfen dem Typen, der verteidigt, glaube ich. Mhm. Kann das sein? Ja. Das ist sehr interessant, weil das in Indien ist. Ach
finde ich nicht richtig. Wieso führen wir Krieg mit in Indien? Wir nicht, ja, der Kalif. Okay, wir nicht, okay, du hast ja nicht ganz. Mit unseren Truppen. The world is a dangerous place. I must be careful. Hm. Echt jetzt? Mich wollen sie auch umbringen? Vielleicht eh nicht so schlimm, mein Sohn ist eh besser als ich. Oh oh! Jetzt ist was scheinbar Wichtigeres für mich passiert. Für dich? Ja. Emir el-Allah, das ist mein Lehnsherr, auf Ast Amirat, has declared Ast Conquest of Shirvan on Ishkan Abulis of Agua. Wo liegt das? Ja, direkt nördlich von uns. Das ist ein apostolischer Christ. Bis jetzt sind noch keine Verbündeten in den Krieg eingetreten. Es geht um Shirvan. Ah, Shirvan ist hier eine Grafschaft. Direkt nördlich meines Emirats. Ja, okay, dieser Krieg ist interessant, auf den werde ich schauen müssen. Ich anpause. Mhm. Dieser Krieg sollte gewonnen werden, wenn... Was heißt no? Er hat political concerns? Welche political concerns könntest du haben? Ich bin dein Vater! Du hast sogar die same interests. Du bist ein Schwammerl. Okay, das nächste Mal werde ich versuchen, ich der Anführer von der Fraktion zu werden. Ha! Das Geniale ist, es werden jetzt Truppen von mir nach Indien geschickt, um dort zu sterben. Ja. Meine gehen nicht so weit, die gehen nur bis Shirvan. Nein, von dir werden sicher auch welche nach Indien geschickt. Ja, du hast eh recht. Oh! Okay. Zwei Messages. Die eine hast du wahrscheinlich auch bekommen. Die mit dem Esmail Defet. Ja, das passiert jetzt aber nichts. Der ist uns egal. Nicht. Das ist. Noch ist jenseits des Aralsees, in Kirgisien oder so. Mhm. Aber, mein Sohn, Uiban, das ist mein ältester Sohn, an den Namen werden wir uns gewöhnen müssen, weiß ich. Weil er wahrscheinlich übernehmen wird von dir, meinst du? Ja, is aiming for the stars, the ambitious little brat. That is only right. Da brauche ich gar nicht schauen, der wird natürlich ambitious werden. Natürlich ist das right. Das ist jetzt ambitious, wieder ein alter Herr. Gut so. Okay. Und okay. Weiter. Was ist jetzt? Ah, es ist wieder so ein Sahib. Mhm. You suspect everyone around you of treachery. Na super. To the point where your servants and staff are terrified of even breathing in your presence. Das ist gut. Ich lose 25 Piety, weil ich anfange paranoid zu werden. Okay. My daughter Asa hardly eats anything for fear of turning fat. Echt jetzt? Temperance is a virtue. Mhm. Stewardship plus 2. Hold up Asa as an example for the court. Okay. Was heißt das?
Ich kriege 5 Prestige, aber die Meinung von einzelnen Leuten senkt sich zu Asa. Thank Allah for Asa's Virtue. Da kriegt sie 10% Chance, Gluttonous zu werden. Okay, Gluttonous wollen wir nicht, dass sie wird. Oder she must learn to enjoy life. 50% Chance of Asa Moha. Gluttonous, Temperate. Verlieren. Na, okay. Temperance is a virtue. Definitiv. So, ich habe genug Geld, um die Kasper zu bauen, beziehungsweise abzugraden auf Kasper 2. Das erhöht die Level Size ordentlich und auch die Military Technology Spread Rate. Was glaubst du? Will ich. Was? Wird gebaut. Ausgezeichnet für dich. Was glaubst du passiert, wenn ich den Emir Taher kidnappe? Das kann ich als Plot choosen. Also wenn ich meinen Emir kidnappe. Es geht fürchterlich schief und am Ende bist du tot. Das ist meine Vermutung. Hör auf, in spieltechnischen Terms mich nach Sachen zu fragen. Wir spielen dieses Spiel, indem wir irgendwie rumpuschen. Ja, deswegen frage ich dich ja, was könnte passieren, wenn ich ihn fange? Könnte ich ihn zwingen, dass er für mich Geige spielt? Was? Ich mein Council, den könnte ich vielleicht auch mal wieder anschauen. Nee. Währenddessen habe ich festgestellt, dass mir seit neuestem eine Menge Intrigen zur Verfügung stehen. Offensichtlich, weil man Spy Master recht gut ist. Ach so. Oh, eine Revolte. Ja, aber die spielt sich in Jemen ab. Echt jetzt? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Nein, die spielt sich überall ab. Nein, die spielt sich bei mir ab. Ja, okay, ich pausiere mal. Ich revoltiere. Mein Emir revoltiert. Tatsächlich! Anderem. Das ist wirklich interessant. Da brauchst du nicht mehr intrigieren. Ich glaube, dieser Emir wird bald nicht mehr Emir sein. Spielt der irre? Warte, ganz kurz, bevor wir dieses Thema breiter abhandeln, wollte ich nur noch abschließen. Ich habe festgestellt, dass ich jede Menge Intrigen jetzt zur Verfügung habe mit meinem Spymaster-Prozess. Und ich versuche jetzt, einen Claim auf das Emirat von, wie auch immer es heißt, also das Ast-Amirats wieder zu starten. Aber das wird nicht gut laufen. Ich probiere es trotzdem. Gut, wir schalten in den Süden des Abbasidenreiches. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Sag mal, spinnt der Emir? Der zieht mich da in irgendeinen Krieg? Der hat sich ja wohl nicht mehr alle. Kann ich da eigentlich irgendwas machen? Nein. Zum Beispiel sagen... Naja, hypothetisch, was du machen kannst, ist deine eigenen Truppen aussehen und der Seite deines Emirs mitnehmen. Das ist der einzige Einfluss, den du auf den Krieg hast. Ja, okay, davor werde ich mich hüten. Das zu tun. Denke ich mir. Ja. Mit etwas Glück wird der Emir zerschlagen und mein Faction Leader wird Emir von der einen Seite und ich werde Emir von der anderen Seite. Das wäre natürlich cool. Oder er macht meinen Sohn zum Emir, das würde mir auch nicht schaden. Er würde mich auch nicht stören. Gewinnen durch Zurücklehnen, nenne ich das, diese Spielweise. Ja, Friedrich der Fünfte. Ja, okay, machen wir weiter mal. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich hoffe, sie belagern nicht meine Gebiete. Das könnte allerdings passieren. Ja, das ist so fürchterlich. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, da hat mein Lehnsherr die ganze Zeit Kriege erklärt und das Einzige, was sie belagert haben, waren immer meine Gebiete.
Ich sehe gerade die Abbasidenarmee, die in Bagdad herumläuft. Das sind 33 Mann, vor denen brauchst du dich nicht fürchten. Nein, und ich werde jetzt auch die Casper Town erweitern. Ich hoffe, die wird nicht zerstört, wenn es belagert wird. Ja. Weil jetzt habe ich endlich hab ich das Geld. Ah, das sind noch 4 Mann des Abbasidenreiches. Ja, ja. Mein Emir hat auch keine Truppen da, also so gesehen. Oder was ist denn das da? Du solltest dir allmählich seinen Namen merken. Obwohl, eigentlich brauchst du dir jetzt nicht mehr merken. Rashid der Grausame. Er ist auch schon 47. Irgendwie stehen die Chancen gut, dass er in genau einem Jahr nicht mehr am Leben ist. No, mein Emir ist der Taher auf Al-Kufa. Mach weiter. Okay. Na, mit etwas Glück gewinnt das aber. Wird selbst Kalif. Und dadurch, dass ich mich zurückgelehnt habe und an seiner Seite gekämpft habe. Oh, er ist gar nicht. Ach so, deswegen. Es war ein Irrtum von mir, ich habe geglaubt. Nein, ihm ist gar nicht der Anführer, dieser Revolte, der macht nur mit. Ui, da rennen jetzt schon nicht Truppen rum, ich sehe. The lady almost ran me down as I entered the hall. Tiefel, she told me that my nephew Hafez has insulted her. Hm. In meiner Familie sind übrigens alle ambitious, stelle ich gerade fest. My dear lady, you are fat. Wieder honest kriegen. Praise his honesty to the court. Dann hassen ihn alle. Tell Hafez that honesty has its bounds. Na, ich glaube, ich muss damit leben, dass mein Courtier mich hasst. Ganz kurz, ne? Mhm. This war, this opportunity to prove my mettle in combat has opened my eyes to my true potential as a warrior. My personal combat skills are improving. May Allah guide my heart, hand and steel. Ich begin advancement of my personal combat skills. Das heißt, ich bin jetzt. Hat sich nichts geändert. Ich hatte vermutet, dass ich jetzt irgendein Warrior bin. Meine Frau ist schwanger. Nein, eine meiner Zweitfrauen. Na, whatever. Okay. Mir geht gar nichts mehr weiter, was Schwangerschaft betrifft. Das heißt, ich glaube, ich werde jetzt auf eine Hatsch gehen, weil ich bin mittlerweile 40 und ich möchte das noch machen bis zum Ende meines Lebens. Hast du doch schon. Was? Nein, ich nicht. Oder? Mein Vater war das. Du bist Hajjaj, als einer deiner Trades, habe ich vorhin gesehen. Das sagt aus, dass du schon auf Pilgerfahrt warst. Ich war schon auf Pilgerfahrt? Wann habe ich denn das gemacht? Kann mich jetzt auch nicht erinnern. Wahrscheinlich warst das noch nicht du, da warst du als Kind oder so. Stimmt, vielleicht war ich Dings, vielleicht war ich... Ich habe meinem jetzigen Ich das Land schon vorher gegeben. Vielleicht ist er schon vorher in die auf die Hatsch gegangen. Offensichtlich, sonst hätte der Trade nicht. Mhm. Oh! Mein Sohn ist jetzt Novice Diplomat. Sehr gut. Und zwar Priman, der Thronfolger. Mhm. Nein! Mein Sohn hat schon 2 Söhne. Ist das supi? Ausgezeichnet. Und übrigens, wir sind. Und ich stelle gerade fest, dass wir beide Kriegsgegner sind. Ja, natürlich, weil du ja auf der Seite vom Kalifen kämpfst. Ja. Okay. Ich werde an dieser Stelle wieder das Spiel, also meine Aufnahme abbrechen, weil wir haben schon wieder 34 Minuten. Bist du wahnsinnig? Ich wünsche euch allen einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes.